Dann kann es dann auch losgehen. Studio ist fertig. Die Aufzeichnung läuft. 3, 2, 1 und guten Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Hier sind unsere Kandidatinnen. War die Vielfalt der Frauen aus so verschiedenen Lebensbereichen. Frauen auf Plakate, die ihre Po in der Luft strecken. Poster in der U-Bahn. Wohin man schaut. Überall nackte Haut. Überall nackte Haut. Ich liebe Theater. Afghanistan auch, aber da, Afghanistan, Frauen darfst du nicht spielen Theater. Teilzeitarbeitsmodelle. Teilzeit. Homeoffice. Kinderbetreuungsplätze für jeden. Flexible Urlaubszeiten. Frauen und Männer haben bei uns die gleichen Chancen. Frauenquote. Das klingt ja super. Bei euch läuft's ja. Ich hatte ja auch eine Teilzeitbeschäftigung. Die eine Hälfte der Zeit habe ich meinem Mann das Bier hingestellt und die andere Hälfte der Zeit unseren Kindern die Rotznasen gewischt. Ich kann sagen, dass ich über mich selber nachgedacht habe, welche Rolle ich habe in meinem Leben und was mir gut gefällt und was nicht, was ich vielleicht verändern könnte. Im Ganzen geht es darum, Frau zu sein, Mutter zu sein, beruflich vielleicht erfolgreich oder auch nicht, eher in der Familie die tragende Rolle zu übernehmen. Am Ende doch viele Ähnlichkeiten, aber in anderen Facetten. Was soll das? Es ist auch dein Kind. Du bist der Vater. Ich will kein Kind. Nimm das Kind. Lieber Vater im Himmel, lass es jemanden finden. Ich habe viele Leute kennengelernt und habe ich die Sprache auch verbessert. Die Frauen zu Hause oder die Frauen in die Arbeit, das ist die Seite einer Medaille. Es war ein sehr tolles Miteinander und so eine große, starke Gruppe sind, ja. Ich bin eine Bitch! Hör auf, jede gut aussehende Frau hinterher zu geiern, denn jede Frau hat eine Furze. Genau! Und noch was, schlage niemals eine Frau! Normalerweise sagt man ja Zickentero und irgendwie, naja, das sind ja halt Frauen. Herr Präsident, wie kannst du ruhig schlafen? Die Töchter deines Landes verbluten durch die Hände ihrer Mutter wegen einer Tradition. Warum macht man sowas? Überall Blut! Herr Präsident, mach die Augen auf. Es leben nicht nur Männer in deinem Land.